Tutoren beschleunigen. Wir holen wöchentlich. So, und dann kann man sich auch noch Zeit einstellen. Und man kann jetzt sehr viele Sachen da jetzt dranhängen für jedes, je nachdem, wie man es machen will. Aber vielleicht noch eine Sache, also man kann das dann verschiedenen, also hier oben sieht man ja irgendwelchen so Reiter hier, Arbeit, Privat, Studium. Das Getting Things Done da auch, weil es gibt einen Eingang und es gibt einen Gesendet, also ein bisschen was nimmt man da auch rein. Eigentlich ist es immer so, wenn man eine Aufgabe eingibt, landet die immer im Eingang automatisch und man kann diesen Eingang sozusagen abarbeiten. Genauso wie das in der Getting Things Done Methode empfohlen wird. Genau, also es wurde gerade gesagt, im Endeffekt hier findet man jetzt diese Getting Things Done Methode so ein bisschen wieder. Man hat einen Eingang, man hat irgendwie und gesendet sind Sachen, die ich von einen anderen Personen kriege, oder wie? Die ich meinen Kontakten auf Remember the Minute weiterleite. Ja, genau. Und ich sehe dann auch, was er damit gemacht hat, ob er so bearbeitet hat und so weiter. Ja, so kann man sich auch noch untereinander vernetzen dann, also wenn man sagt, das müsstest du machen. Achso, dann könnte ich dir eigentlich so irgendwelche Aufgaben senden. Ne? Als Kontakt sind wir schon, also ich kann dir auch Kontakte, Aufgaben zusenden. Das ist eigentlich eine ganz praktische Sache auf jeden Fall. Das ist eine To-Do-Liste, eigentlich eine abgeschreckte Projektmanagement-Geschichte, wo nicht diese komischen Ganztabellen, die was richtig, kommt auf genau. Also ich finde dieses Tool um einiges schlanker als manche Getting Things Done-Dinger. Das war mir viel zu kompliziert, da irgendwas einzugeben. Ja. Aber hier ist es wirklich sehr einfach, schnell mal in den Eingang die ganzen To-Dos, also das, was ja auch in der Getting Things Done-Methode beschrieben wird, alle Aufgaben aufzuschreiben und dann sortiert man es in seine eigenen Listen zu. Und eine Liste zum Beispiel, die Team-KDW-Liste, da schiebe ich auch mal manchmal Sachen rein, aber... Okay, in den Überblick, da sehe ich immer, okay, was ist eigentlich heute tatsächlich hier fällig, wenn ich es mir irgendwie angeplant habe. Dann gibt es noch so einen Wochenplaner, der zeigt mir dann, was will ich in diese Woche machen. Ja, also, das ist natürlich sehr schlank, aber es hat schon seine Vorteile, also gerade wenn man viele Aufgaben hat, auch viele verschiedene Projekte hat, ist das sehr, sehr angenehm, da dann im Überblick sich das anzuschauen. Genau. Was macht man wann wo. Genau. So, und wie kann ich denn eigentlich neue Listen erstellen? Frage ich mich gerade. Jedes Mal überlege ich mir wieder, wie mache ich eigentlich neue Listen? Das glaube ich bei Einstellungen. Gucken wir mal. So, genau. Aber Einstellungen, das ist der Usability, dass man das ein bisschen. Genau. Das ist viel sinnvoller so. Genau. So, also hier sieht man seine ganzen Listen. Und dann kann man zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, privat, ich habe kein Privat, ja, ich bin ja EGS-SIM, Gesundheit, dann kann man die löschen und kann die dann halt durch andere Dinge ersetzen. Wenn man jetzt was löscht, wo schon Aufgaben drin sind, dann werden die in den Eingang verschoben, sieht man hier oben. Und wenn ich jetzt in meine Aufgabenliste gehe, Eingang habe ich die jetzt alle und jetzt könnte ich hier mir wieder eine neue Liste erstellen. Machen wir mal, was wäre sinnvoll im EGS. Evaluation, Tutoring und Medienproduktion. So, okay. Gehe ich wieder in meinen Überblick. Nehme meine Aufgabenliste, Eingang, das ist meine Inbox und jetzt sehe ich, aha, okay, Episode 1, 2, Modul D online stellen, Modul E vorbereiten, das sind alles Sachen, die ich in meine Liste mache und zwar verschieben zu der Medienproduktion. So, jetzt haben die weg, also ich will ja meine Inbox leer kriegen, erstmal meine Inbox immer leer kriegen, ja. Dann sage ich, das hier, ich probiere es ja aus, jetzt tut mich hier nicht nerven. Aufgabe löschen. Und Tutorenbesprechung geht in die Tutoring-Liste. Und Ausgangserhebung vorbereiten, Evaluation. Habe ich meine Inbox leer gemacht. Und Procrastination-mäßig würde ich jetzt sagen, hey super, da kann ich jetzt eigentlich irgendwas anderes machen, ein bisschen auf YouTube irgendwie noch ein paar Videos anschauen. Nein, nicht machen, ja, sondern dann sagt man sich halt, okay, jetzt gehe ich mal meine Punkte hier durch und gucke mir halt an,
Ich gehe in den Überblick und würde sehen, was habe ich. Ich habe natürlich manche von meinen Aufgaben noch nicht ordentlich gesagt. Es ist auch, dass man immer schon einen Termin mit dazugelegt hat. Oder? Genau, genau. Sieht man da nicht die wo kein Termin mehr haben? Das, also in der Übersichtsliste sieht man das. Es gibt verschiedene kleinere Add-ons, die man in Gmail integrieren kann oder auch bei dem Tool für das iPhone. Da sieht man dann auch die keinen Termin haben in der Übersicht. Ganz angenehm. Genau. Also was man hier zum Beispiel sieht, ist, ich habe jetzt mal auf alle Aufgaben geklickt. Und da sieht man jetzt zum Beispiel hier wieder so ein RSS-Symbol hier, was dummerweise Atom hier heißt, weil Atom auch so ein RSS-Format ist. Aber man erkennt es dann hoffentlich daran, dass das ja ziemlich nach diesem RSS aussieht. Und man kann dann also im Endeffekt seine Aufgaben selbst dann wieder in einen RSS-Feed dann in seinen iGoogle oder sonst was irgendwo, wo man halt die Übersicht hat an der Google Reader oder so, auch einbinden. Ja, oder wenn man jetzt mehrere Leute in dem Projekt hat, kann man sie zusammenbinden. Also man könnte selbst über Remember the Milk mit mehreren Personen das auch so ein bisschen um so eine Projektmanagementstruktur halt aufbauen. Ja? Ja, also das ist im Endeffekt, glaube ich, die praktikabelste Lösung. Es gibt einige Remember to Make extra Software-Produkte, die aber alle so kompliziert sind, ich hatte auch mal ein paar rausgesucht, schon müssen auch im Blogpost sind sie drin. Oder? Genau, also die werden wir euch dann... Things ist auch noch so ein Ding, genau, es gibt so eine Firma. Wie, welches? Things. Ich weiß gar nicht, ob das ist, was da im Store angestellt wird. Es gibt viele kostenpflichtige Sachen. Ja, okay, Things gibt es, genau. Genau, das ist eine Software, die ist, kostet aber auch alle echt Geld. Also es gibt dann von Omni Group gibt es noch eine Software, die habe ich tatsächlich selber mal gehabt. Omnifocus. Und die gibt es auch natürlich auch wieder nur für Mac und fürs iPhone. Und die macht also vor allem auch diese Kontexte, also wo man sagt, was kann ich im Office machen, was kann ich, was Besorgung, was kann ich zu Hause machen, etc. Ich kann mit Remember the Milk über Text auch wunderbar einfach machen. Ah, okay, alles klar. Ich höre gerade, die Kontexte kann man in Remember the Milk auch über die Text machen. Also mach ich zum Beispiel. Ich mach dann einfach mal. Also man könnte zum Beispiel jetzt hier sagen, Tutorenbesprechung, da muss ich jetzt mir einen neuen Text machen. Und es gibt sogar einen Orte. Oder ich mache es nur über Text. Okay, das kann ich jetzt zum Beispiel sagen, das kann ich nur an der Uni machen. Ja. Wenn man das abhakt und erledigt hat, ist es dann verschwunden. Also irgendwie das dokumentiert. Ja. Das wird komplett dokumentiert. Wenn ich die Liste aufrufe, sehe ich all die Aufgaben, die ich in dieser Liste erledige. Ja, das ist ganz praktisch. Was passiert, wenn man irgendwas nicht zur Zeit oder zur angegebenen Zeit gemacht hat? Das der böseste Button in dieser App ist Restaunt, also verschieben. Und zwar, man kann die Aufgaben immer weiter nach hinten verschieben, wird dann automatisch um einen Tag nach hinten verschoben. Oder, also es passiert gar nichts. Es sind dann halt, in der Liste wird es halt einfach als rot dargestellt, all die Aufgaben, die schon überfällig sind. Also man wird darauf hingewiesen. Oder man macht dann halt einfach verschieben. Ja, man muss immer auf diese Seite gehen, um das alles zu sehen. Also das ist jetzt nicht so, wenn man mit dem Computer alles, glaube ich, irgendwas. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Remember the Milk auf dem Rechner zu integrieren. Also zum Beispiel gibt es bei Gmail selber, dass man das integrieren kann. Es gibt auch ein paar Anwendungen, die das möglicherweise auf dem Desktop selber läuft. Und dass ich da so ein kleines Widget habe, wo die Aufgaben auch aufpoppen und man kann auch darüber das Ganze filtern. Oder wie gesagt, man kann es auf manchen Endgeräten, auf dem Android oder auf dem iPhone filtern. Also das meine ich zum Beispiel über dem iPhone. Tut er ich das sehen, kann dann hier auf dem Rechner nochmal sehen, was habe ich für Aufgaben.